بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Meine lieben Geschwister, freut mich, dass ihr trotz dieses Sturmes es doch hierher geschafft habt. Ich weiß, dass einige nicht kommen durften, weil ihre Eltern es verboten haben. Andere werden sagen, ich werde mir das jetzt nicht antun, zumal es auch wirklich gefährlich draußen ist. Überall fallen Bäume um und schwere Äste fallen auf den Boden. Alhamdulillah, dass ich es noch hierher geschafft habe. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass einige trotzdem gekommen sind. Und ich heiße all diejenigen willkommen, die jetzt sagen, ich bleibe lieber zu Hause und gucke mir das dann über den Livestream an. Und wir wollen jetzt, insha'Allah ta'ala, meine lieben Geschwister, nach einer längeren Pause in Bezug auf unsere Reihe, die Suren des Koran, heute weitermachen, insha'Allah ta'ala, mit der nächsten Sura, nämlich mit der Sura Nummer 87. Surat al-A'la, der Höchste. Und wir beginnen, insha'Allah ta'ala, dass die Sura von der Länge her nicht ganz so lang ist, insha'Allah, mit einer Rezitation. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, preise den Namen deines höchsten Herrn, der erschafft und dann zurechtformt, und der das Maß festsetzt und dann recht leitet. Und der die Weide hervorbringt und sie dann zu dunkelbrauner Spreu macht. Wir werden dich lesen lassen und dann wirst du nicht vergessen. Außer dem, was Allah will. Er weiß ja, was laut vernehmbar geäußert wird und was verborgen bleibt. Und wir werden dir den Weg zum Leichteren leicht machen. So ermahne, wenn die Ermahnung nützt. Bedenken wird jemand, der gottesfürchtig ist. Meiden aber wird es der Unseligste, der dem größten Höllenfeuer ausgesetzt sein wird. Darum wird er hier auf weder sterben noch leben. Wohlergehen wird es ja jemandem, der sich läutert und des Namens seines Herrn gedenkt, so betet er. Nein, vielmehr zieht ihr das diesseitige Leben vor, während das Jenseits besser und beständiger ist. Dies ist wahrlich in den früheren Blättern enthalten, den Blättern Ibrahims und Musas. Sadaqallahu al-Azim. Allah, der Erhabene und Gewaltige, hat die Wahrheit gesprochen. Meine lieben Geschwister im Islam,
Surat Al-A'la ist eine Sura, die alle von uns sicherlich schon irgendwann einmal gehört haben. Eine Sura von den etwas kleineren Suren, die aber sehr, sehr häufig im Gebet rezitiert wird. Und das ist kein Zufall, sondern es wird nämlich von unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in einigen Überlieferungen überliefert, dass man zu bestimmten Anlässen Surat Al-A'la lesen soll. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat auch Surat Al-A'la zu bestimmten Anlässen rezitiert. Und er hat auch in bestimmten Situationen empfohlen, gerade Surat Al-A'la zu rezitieren. Und zwar wird überliefert bei Imam Ahmed, radiyallahu anhu wa arda, von An-Nu'man ibn Bashir, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei den beiden Eid-Gebeten welche Suren rezitiert hat? Welche waren das gewesen? Welche beiden Suren pflegte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zum Eid zu verrichten, zu rezitieren? Genau, Surat Al-A'la und Surat Al-Ghashiyah. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das geht auch noch aus anderen Überlieferungen hervor, und unser Prophet sallallahu alaihi wird auch überliefert, dass er diese beiden Suren nicht nur zum Eid gebetet rezitiert hat, sondern auch zum Freitagsgebet. Also diese beiden Suren hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Eid rezitiert und zum Freitagsgebet. Und das muss ja einen Sinn machen. Warum? Weil zu keinem anderen Gebet so viele Menschen zusammenkommen wie zu diesen beiden Gebeten. Und demnach muss man sich natürlich die Frage stellen als Muslim, aus welchem Grund hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gerade Surat Al-A'la und Surat Al-Ghashiyah auserwählt. Und wir haben ja bereits über Surat Al-Ghashiyah gesprochen. Und wir wollen uns jetzt anschauen, was der Grund dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam solch einen großen Wert auf Surat Al-A'la gelegt hat. Ebenfalls in der bekannten Geschichte von Mu'az ibn Jabal. Welche Geschichte meine ich denn? Was hat Mu'az mit Surat Al-A'la zu tun? Mu'az ibn Jabal. Er war ja ein ganz junger Sahabi gewesen. Und wir wissen, wenn man jung ist, ist man enthusiastisch und man traut sich manchmal mehr zu, als man als normalerweise gefordert wird. Und manchmal glaubt man auch, dass alle Menschen so viel Kraft haben wie du, weil du noch jung bist. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass es ältere Menschen gibt und schwächere Menschen gibt, die nicht so viel Kraft haben wie du selbst. Weiß jemand, welche Geschichte ich meine? Ja, und zwar Mu'ad ibn Jabal, er hat immer das Fajr-Gebet mit wem gebetet? Mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und dann ist er zu seinem Stamm gegangen, zurückgegangen und hat dann dort noch einmal vorgebetet. Weil sie keinen Imam hatten und das war sozusagen ihr Imam gewesen. Sie haben dann auf ihn gewartet, nachdem er mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam betete. Und dann fing er an, sehr, sehr lange zu rezitieren. Und es kam dann ein Mann, der beschwerte sich über Mu'az ibn Jabal. Warum? Weil er sagte, Mu'az ibn Jabal, er betet nicht nur lange vor, sondern er hat mich auch noch kritisiert und mich der Heuchelei bezichtigt, weil ich nicht mehr mit ihm beten wollte. Und behauptet, ich sei ein Heuchler. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er schaute Mu'az ibn Jabal dann auf ihn an, nachdem er ihn zu sich rief und sagte, Al-Fattan und ente, ja Mu'az? Bist du etwa ein Fattan? Was ist denn ein Fattan? Jemand, der Fitna schürt. Jemand, der die Menschen in Versuchung bringt. Der für Zwietracht sorgt. Al-Fattan und ente, ja Mu'az? Was ist los mit dir? Es hätte völlig ausgereicht, wenn du was gelesen hättest, wenn du Sabbih isma rabbika al-a'la und wash-shamsi wa duhaha und wal-layli idha yaghsha im Gebet rezitiert hättest. Also in dieser Überlieferung zeigt uns unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auf, ja, dass das eigentlich eine gute Länge ist für das Fajr-Gebet. Und er hat extra diese Suren hervorgehoben. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam,
Er hat aber Surat al-A'la noch in einer anderen Weise geehrt. Und zwar beginnt ja Surat al-A'la mit den Worten Sabbihisma Rabbika al-A'la. Preise den Namen deines höchsten Herrn. Und was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als dieser Vers offenbart wurde? Oder besser gesagt, man weiß nicht, ob es zur Zeit der Offenbarung war oder später war. Aber auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann, nachdem er dies rezitiert hat, was gesagt? Er sagte sallallahu alaihi wasallam, Ija'aluha fi sujudikum. Macht es in euren Sujud. Dieses Sabbihisma Rabbika al-A'la. Und dementsprechend, was sagen wir denn im Sujud? Subhana Rabbi al-A'la. Wir setzen die Worte Allah subhanahu wa ta'ala um. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, er hat gesagt, Ij'aluha fi sujudikum. Nutzt es und setzt es um in eurem Sujud. Also unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ehrt diese Sura, indem er noch einmal das umgesetzt hat, was Allah ta'ala konkret von ihm hier verlangt hat. Und das lehrt uns noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Nämlich, es lehrt uns den richtigen Umgang mit dem Koran. Dass ich als Muslim immer bemüht sein sollte, das umzusetzen, was Allah ta'ala von mir verlangt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam erhört diese Aufforderung von Allah und es ist ja eine Aufforderung. Es ist ja ein Imperativ. Sabbih. Preise. Es ist ein Imperativ. Das musst du tun, eine Befehlsform. Und was macht unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er setzt es direkt um. Indem er es nicht nur einfach so verwendet, sondern er verwendet es wie? Er verwendet es im Sujud. Wie haben denn die Muslime vorher, oder was haben denn die Muslime vorher gesagt, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen beigebracht hat, dass man Subhana Rabbi al-A'la im Sujud sagen soll? Sie haben gesagt, Allahumma leke sajad. O Allah, ich habe für dich Sujud gemacht. Und im Ruku' haben sie was gesagt? Allahumma leke raka'at. O Allah, ich habe für dich Ruku' gemacht. Und dann hat ihnen der Prophet sallallahu alaihi wasallam was beigebracht? Er hat ihnen beigebracht, dass sie diesen Imperativ, diesen Gebot Allah subhanahu wa ta'ala umsetzen sollen. Und zwar nicht einfach nur so nebenbei, sondern in der wichtigsten Position, in der sich ein Muslim begeben kann, nämlich im Sujud. Und wie sehr passen diese Worte gerade im Sujud? Preise den Namen deines höchsten Herrn. Allah ta'ala, er sagt höchsten Herrn. Ich sage in diesem Moment, Preis sei meinem höchsten Herrn, Subhana Rabbi al-A'la. Und ich befinde mich in der tiefsten Position. Allah Ta'ala, er ist der Höchste. Und ich bin so demütig gegenüber meinem Schöpfer, dass ich mich in die tiefste Stellung begebe, die ich überhaupt als Mensch einnehmen kann. Indem ich nämlich meine Stirn und meine Nase, das heißt mein Gesicht, auf dem Boden tue und in dieser Position bleibe und dann diese Worte Subhana Rabbi al-A'la aufsage, um noch einmal Allah Ta'ala zu zeigen, O Allah, du bist der Höchste und ich bin der Niedrigste. Ich zeige Demut gegenüber meinem Schöpfer. Und diese Demut will ja Allah Ta'ala sehen. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass der Sujud, diese Position der Niederwerfung, dieser Zustand der Niederwerfung, der Zustand ist, in dem Allah Ta'ala am ehesten unsere Bittgebete erhört. Weil ich mich voll und ganz Allah Ta'ala ergeben habe. Mit meinen Worten und mit meinem Körper, mit meiner Haltung, mit allem habe ich mich Allah Subhanahu wa Ta'ala ergeben. Und dementsprechend wird Allah Ta'ala meine Bittgebete in diesem Zustand erhören. Was ganz, ganz Wichtiges, was uns hier beigebracht wird, meine lieben Geschwister. Wenn ich will, dass Allah Ta'ala mich annimmt, wenn ich will, dass Allah Ta'ala mich erhört, dann muss ich was sein? Gott ergeben sein. So wie wenn ich im Sujud bin.
Und deswegen Allah Ta'ala, er beschreibt seine Geschöpfe, die er erschaffen hat, immer mit diesem Zustand des Sujud. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Siehst du denn nicht, dass Allah Ta'ala sich vor Allah Ta'ala alles und jeder, besser übersetzt jeder, weil man deutet immer auf eine Person an, jeder, ja, niederwirft, der im Himmel ist und in der Erde ist, auf der Erde ist. Allah Ta'ala, er beschreibt seine Geschöpfe, die Sonne, ja, die Tiere, die Bäume. Er beschreibt sie als seine Geschöpfe, welche sich vor ihm niederwerfen. Und die Frage ist die, möchte ich es diesen Geschöpfen gleich tun oder nicht? أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّجَرُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ Entschuldigung, wie geht der Vers? Ja, ne? Koran wiederholen, heißt es immer wieder. Ja, das ist deswegen so wichtig. Ja, in Surat Al-Hajj, soweit ich mich entsinnen kann. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt jetzt sozusagen viele seiner Geschöpfe und dann وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ und viele unter den Menschen. Aber auch andere, ja, die sich nicht wiederwerfen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dementsprechend, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du möchtest, dass Allah ta'ala dich annimmt, dich akzeptiert, dir den Weg leicht macht, im Diesseits und im Jenseits, dann musst du im Grunde genommen nichts anderes tun, als was du im Sujud tust. Dich nämlich Allah subhanahu wa ta'ala voll und ganz ergeben. Demütig sein gegenüber Allah ta'ala. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagt, وَثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنْ Und auf drei Dinge schwöre ich. Und eine dieser drei Dinge ist, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَ Und keiner ist gegenüber Allah demütig, bescheiden, außer dass Allah ihn erhöhen wird. Willst du erhöht werden? Willst du, dass du eine besondere Stellung im diesseitigen Leben hast? Dann versuch immer in diesem Zustand der Niederwerfung zu sein. Indem du dich voll und ganz Allah ergibst, so wie du wie es im Sujud tust. Also wir sehen, Surat Al-A'la ist eine besondere Sura. Surat Al-A'la ist eine Sura, welche mit einer ganz besonderen Aufforderung beginnt. Und wir wollen ja, wie wir immer gesagt haben, keinen richtigen Tafsir machen. Weil das würde viel, viel länger dauern. Sondern wir wollen einen Überblick über die Sura geben. Und wenn wir uns diese Sura anschauen, wir werden auch auf die einzelnen Verse kurz eingehen, und auf die einzelnen Passagen. Aber wenn wir uns diese Sura anschauen, meine lieben Geschwister im Islam, dann sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns in dieser Sura, in den unterschiedlichen Passagen und Abschnitten, auch den Weg aufzeigt, wie wir Allah ta'ala in richtiger Art und Weise lobpreisen und anbeten können. Und zwar zeigt Allah ta'ala in der ersten Passage, nachdem er jetzt darüber spricht, dass wir ihn lobpreisen sollen oder von uns fordert, dass wir ihn lobpreisen sollen, zeigt er uns auf, warum wir das tun sollen. Und er lehrt uns, was es überhaupt bedeutet, dass ich anerkenne, dass es einen Gott gibt und warum ich ihn anerkennen sollte. Nämlich in den ersten darauf folgenden drei Versen, الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى der erschafft und dann zurechtformt. Ja? Ein Grund, warum ich ihn lobpreise, ist, ich habe verinnerlicht, dass Allah der Schöpfer aller Dinge ist. Und die Dinge nicht nur einfach erschaffen hat, sondern wie hat er sie erschaffen? In bester Art und Weise. Fi ahsani taqwim. Er hat den Menschen und diese Schöpfung in schönster Art und Weise erschaffen. Er hätte auch einfach so die Dinge erschaffen können. Es hätte alles so aussehen können wie die Einzeller. Ja? Dass wir alle Einzeller sind. Ja? Oder alle Würmer sind. Ja? Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dieses Universum in schönster Art und Weise erschaffen. Sodass du Freude daran hast. An der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqa fasawwa. Und dann geht's noch weiter. Warum ich meinen Herrn lobpreise? Allah ta'ala erklärt es mir. Es ist ganz, ganz wichtig auch für die Da'wah, wenn wir Da'wah machen. Wenn wir unsere Kinder erziehen. Nicht einfach sagen, du musst beten, sondern erkläre, warum das Kind beten soll. Nicht einfach, du musst beten, weil du Muslim bist. Ja, was heißt denn? Warum muss ich denn beten, weil ich Muslim bin? Ich meine, es gibt viele Muslime, die nicht beten. Warum muss gerade ich beten? Meine Freunde sind auch Muslim, heißen Ahmed, Ali, Aisha, Khadija. Aber die beten auch nicht. Warum muss ich beten? Trag Kopftuch. Warum? Weil du eine muslimische Frau bist. Es gibt so viele muslimische Frauen, die kein Kopftuch tragen. Warum soll ich ein Kopftuch tragen? Erkläre es Allah Ta'ala. Er sagt nicht einfach Lobpreise, sondern er erklärt uns, warum wir ihn lobpreisen sollen.
Erstens, weil er der Schöpfer aller Dinge ist. Das ist die Grundlage des Tauhid. Und das ist der Grund, weshalb Allah Ta'ala, weshalb unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Sura immer wieder rezitiert hat. Wir gehen noch auf die anderen Aspekte ein. Die anderen Verschen, sie zeigen uns im Grunde genommen den Weg zu Allah auf. Sie zeigen uns im Grunde genommen auf die natürliche Beschaffenheit der Religion Allahs. Und zwar nicht nur bei den Muslimen, sondern bei allen anderen Propheten. Deswegen wird auch die Sura abgeschlossen mit welchen Worten? Suhufi Ibrahim wa Musa. Den Schriften von wem? Von Ibrahim und von Musa a.s. Da stand genau dasselbe. Also das, was in dieser Sura erwähnt wird, ist etwas, was alle Propheten von Adam a.s. bis zu unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gepredigt haben. Nichts anderes. Jeder Prophet, der zu seinem Volk geschickt wurde, hat genau das gepredigt. Und ihm wurde genau das offenbart. Erst einmal der Tauhid. Ganz wichtig. Ich muss meinen Schöpfer erst einmal kennenlernen. Ich muss verstehen, was bedeutet Tauhid eigentlich. Tauhid sind nicht irgendwelche Worte, sondern das ist eine Einstellung, Lebenseinstellung. Ich weiß, er ist mein Schöpfer und er hat mich in beste Weise erschaffen. Und dann, وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى und der das Maß festsetzt und dann Recht leitet. Und er hat mich nicht einfach mich selbst überlassen, sondern er hat mir Offenbarungen geschickt. Er hat mir einen Instinkt gegeben, eine Fitra gegeben. Und ich weiß ganz genau, dass Allah Ta'ala alles festgelegt hat und in bester Weise festgelegt hat. Und dann ebenfalls Tauhid, ja, Qada und Qadr, alles Dinge, die damit zusammenhängen. Und dann der nächste, dritte Vers, وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى und der die Weide hervorbringt. Was hat jetzt die Weide mit der ganzen Sache zu tun? Warum erwähnt Allah Ta'ala hier die Weide? Was hat die Weide mit dem Tauhid zu tun? Gerade mit dem Tauhid al-Rububiyya, dass ich weiß, dass es einen Herrn gibt. Was sind denn die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala als Herr? Er hat erschaffen, er legt die Dinge fest, ja? Er hat uns den Weg aufgezeigt. Und was noch ganz, ganz wichtig, er versorgt uns. Und deswegen Allah ta'ala, er spricht hier von Mar'a, sodass damit alle Geschöpfe umfasst sind. Weil alle Geschöpfe ernähren sich am Ende von was? In irgendeiner Weise von der Erde. In irgendeiner Weise ernähren sie sich von der Erde. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Aus ihr haben wir euch erschaffen und in ihr werden wir euch sozusagen wieder zurückbringen und aus ihr werden wir euch wieder auferstehen lassen. Ja, wir sind irgendwie von dieser Erde. Und dementsprechend Allah Ta'ala, er hat uns unseren Rizq, unsere Versorgung und nicht nur unsere als Menschen, sondern die aller Geschöpfe auf dieser Erde, von der Erde gegeben. Und deswegen spricht Allah Ta'ala von Al-Mar'a, der Weide. Selbst das Fleisch, was wir essen, das essen wir von Tieren, die sich im Grunde genommen wieder von was ernähren? Von der Weide. Allah Ta'ala ist der Versorger. Ganz wichtig, Tauhid. Stellt euch mal vor, jemand, der diese Verse hört und das verinnerlicht hat. Das ist ein Mensch, der sein gesamtes Vertrauen in Allah setzen wird. Das ist ein Mensch, der keine Angst haben wird. Das ist ein Mensch, der weiß, Allah hat mich erschaffen. Er hat die Dinge festgelegt. Er wird mich versorgen. Es kann sich keiner gegen mich stellen, wenn Allah Ta'ala das nicht bestimmt hat. Das ist ein Mensch, der keine Angst haben wird, außer vor Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich hat man natürliche Ängste. Ich habe Angst vor einer Spinne. Ich habe Angst vor einem bissigen Hund. Das ist normal. Das ist natürliche Angst. Aber ich rede jetzt wirklich von Angst vor einem anderen, ja, dass er mir meine Versorgung nehmen kann. Dass er mir etwas antun kann, im Sinne von, dass er sozusagen über Allah subhanahu wa ta'ala steht. Die Dinge liegen in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sehen wir gerade diejenigen, die fest in ihrem Glauben gewesen sind und die diese Prinzipien verinnerlicht haben, dass sie in schwierigen Situationen sich immer auf Allah gestützt haben. Ibrahim alayhi salam, als er ins Feuer geworfen wurde, auf wen stützt er sich? Auf Allah allein, nicht auf den Engel. Ja? الذين قال لهم الناس ان الناس الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا فخشوهم. Diejenigen, zu denen gesagt wird, wenn die Menschen sich um sie sozusagen sie versammelt haben, ja, sie umgeben, die Menschen haben sich um euch vergeben, so habt Angst vor ihnen. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Sie sagen dann, Allah reicht mir aus. Und er ist der beste Vertreter, dieses Vertrauen in Allah. Es gibt eine schöne Geschichte mit Al-Hasan al-Basri. Kennt die Geschichte, ihr wisst, Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ist ja ein richtiger Tyrann gewesen. War einer die rechte Hand der Umayyaden gewesen, hat viel Unrecht begangen. Und hat viele auch rechtschaffende Menschen umbringen lassen. Wie Sa'id ibn Jubair, ja? Und auf jeden Fall
Eines Tages hat Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi sich vorgenommen, Al-Hasan al-Basri, diesen Asketen und Gelehrten, um einen Kopf kürzer zu machen. Hat alles vorbereitet. Den Henker schon sozusagen da, wo man seinen, wie heißt das, seinen Kopf drauflegt, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, was? Was? Nicht den Korb, sondern da, wo man seinen Kopf drauflegt. Was? Nicht das, nee, Guillotine wurde erst im 18. Jahrhundert erfunden. Also es war keine Guillotine von oben, sondern ihr wisst schon, was ich meine, ja, da, wo man sozusagen den Kopf drauflegt, irgendeine Art Stein oder Tisch, ja. Alles war vorbereitet gewesen. Al-Hasan al-Basri, er wird jetzt gerufen, kommt rein und sieht, weiß ganz genau, worum es geht. Und dann bewegen sich plötzlich seine Lippen. Seine Lippen bewegen sich. Und was geschieht? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, er ruft ihn zu sich. Und er sagt, ahlan wa sahlan, herzlich willkommen mit, beim großen Gelehrten, der große Gelehrte Al-Hasan al-Basri. Und er setzt sich, lässt ihn neben sich sitzen und er hält sich mit ihm, lobt ihn und lässt ihn wieder gehen. Die Wächter, die da sind und der Henker und auch der Hajib ist derjenige sozusagen, der wie die rechte Hand ja, von ihm und sein Wächter, der führt ihn wieder hinaus. Ich weiß gar nicht, was er sagen soll. Und fragt ihn nur, ich habe gesehen, wie sich deine Lippen bewegt haben. Was hast du eigentlich gesagt? Was ist das gewesen? Wie kann das sein? Du weißt, warum du eigentlich hierher gekommen bist, oder? Er meinte, ja, ich weiß es. Und was hast du gesagt? Und er hat gesagt, ich habe Allah Ta'ala, wir fallen nicht mehr ganz genau der Wortlaut ein, aber ungefähr, ich habe Allah Ta'ala darum gebeten, dass er als derjenige, der sozusagen mir all die Gnaden gegeben hat, als Schutzherr all meiner Gnaden, dass er mich vor ihm schützt. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala hat mich geschützt. Das ist jemand, der den Tawhid verinnerlicht hat. Er weiß ganz genau, es kann ihm nur das geschehen, was Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben hat. Und dementsprechend, diese ersten Verse sind unglaublich wichtig, weil sie uns nämlich erklären, was überhaupt ein Rabb ist und warum ich diesen Rabb, diesen Herrn lobpreise. Aus genau diesen Eigenschaften. Und das kann nur jemand tun, der diese Eigenschaften verinnerlicht hat. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Übergang ist so schön. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى und sie dann zu dunkelbrauner Spreu macht und der die Weide hervorbringt und sie dann zu dunkelbrauner Spreu macht. Dieser Übergang ist unglaublich. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala jetzt hier noch einmal einen Hinweis gibt auf etwas anderes, was ich als Muslim in jedem Fall verinnerlichen muss. Nämlich was? Dass diese Dunya vergänglich ist. Und dass alles außer Allah subhanahu wa ta'ala irgendwann einmal sterben wird. Er ist derjenige, der nicht sterben wird. Er ist Al-Hay, alladhi la yamut. Aber alles andere, egal was es ist, wird irgendwann einmal vergehen. Und dementsprechend macht es keinen Sinn, sich um diese Dunya zu streiten und nach dieser Dunya allein zu streben, sondern das eigentliche Ziel sollte immer was sein? Das eigentliche Ziel sollte immer das Akhira sein. Und jetzt zeigt uns Allah Ta'ala im nächsten Schritt auf, in der nächsten Passage auf, wie wir überhaupt jetzt dazu gelangen können, dass wir dieses Akhira verinnerlichen. Schaut euch mal diese Sura an, das ist eine unglaubliche Sura, in dem nämlich Allah Subhanahu Wa Ta'ala jetzt auf die Offenbarung eingeht und uns aufzeigt, der einzige Weg, der zu der Erkenntnis führen kann, ja, dass es wirklich ein Jenseits gibt, ist der Weg der Offenbarung. Und zwar, das bedeutet nicht, dass ich nicht so über Rationalität, über das Denken zu dieser Erkenntnis gelangen kann. Aber ich weiß nur über die Offenbarung, wie es wirklich am jüngsten Tag sein wird. Und dementsprechend zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gab es viele Menschen, die nur an einen Gott geglaubt haben. Die haben auch an ein Leben nach dem Tod geglaubt, aber die wussten weder, was konkret geschehen wird. Noch wussten sie, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala dienen sollen. Sie haben es irgendwie in irgendeiner Weise gemacht. Manche haben gesagt, ich mache es so, wie es Ibrahim alayhi salam getan hat. Also es sind irgendwelche Überlieferungen, die sie gehört haben. Andere haben einfach meditiert, aber keiner wusste so recht, wie es wirklich geht. Und jetzt zeigt uns Allah ta'ala auf, welcher Weg dazu führt, dass wir wirklich wissen, was Allah ta'ala, unser Herr, von uns möchte. Und wie es dann am jüngsten Tag sein wird. Und wie ich dann auch wirklich mich auf diesen Tag vorbereiten kann. Und das ist der Weg der Offenbarung.
Und dementsprechend sagt Allah Ta'ala jetzt: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. Wir werden dich lesen lassen, also rezitieren, und dann wirst du nichts vergessen, außer dem, was Allah will. Er weiß ja, was laut vernehmbar geäußert wird und was verborgen bleibt. In diesem Vers liegt im Übrigen auch eine kleine Prophezeiung. Dieses Sin, Senuqariuk, wir werden dich lesen lassen, dass du nicht vergessen wirst. Das war noch, das haben wir gar nicht erwähnt gehabt, Surat Al-A'la ist eine mekkanische Sura. Und sie gehört sogar zu den frühen mekkanischen Suren nach den meisten Gelehrten. Manche stellen sie an die neunte Stelle, also neunte Sura. Das heißt doch, in der Anfangszeit des Islam verspricht Allah Ta'ala unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass noch einiges an Offenbarung kommen wird, was du den Menschen verlesen wirst, und gleichzeitig versprechen wir dir, dass du das nicht vergessen wirst. Außer das, was Allah Ta'ala möchte. Und was ist damit gemeint, das, was Allah Ta'ala möchte? Was möchte denn Allah Ta'ala ihn vergessen lassen? Das sagen einige Gelehrte. Die abrogierten Verse. Weiß jeder, was abrogierte Verse sind? Ja? Außer Kraft gesetzt, korrekt. Ja? Das nennt man auf Arabisch wie? Kennt jemand den Begriff auf Arabisch? Ja? Wie nennt man das? Nasch. Nasch und Mansuch. Es gibt in der Koranwissenschaft ein eigenständiges Kapitel, was sich nur mit dieser Frage beschäftigt. Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Nämlich, gibt es eigentlich so etwas wie ein Nasch und ein Mansuch? Also Verse, welche andere Verse aufheben. Oder sogar Verse, welche gänzlich vergessen werden. Welche einmal Koran gewesen sind und rezitiert wurden und dann später aus dem Koran herausgenommen wurden. Gibt es so etwas? Die meisten Gelehrten sagen, ja, so etwas gibt es. Und da gibt es verschiedene Abstufungen, auf die wir jetzt aufgrund der Zeit nicht eingehen können. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Und auch sehr umstritten, weil es gibt nämlich einige Gelehrte, die sagen, Nasch in diesem Sinne, dass sozusagen Verse komplett aufgehoben werden, gibt es so nicht. Ja? Und sie versuchen das auch zu begründen. Ja? Aber das ist eine andere Diskussion, inshallah. Wichtig ist einfach, dass manche Gelehrte sagen, ja, oder die meisten Mufassirun sagen, damit ist was gemeint? Dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam einige Verse, ja, vergessen lässt. Illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Er weiß ja, was laut vernehmbar geäußert wird und was verborgen bleibt. Also Allah Ta'ala, er geht jetzt über zu der Offenbarung und er zeigt uns auf, diese Offenbarung wird bewahrt bleiben. Ganz am Anfang schon. Diese Offenbarung wird nicht vergessen werden. Und die Offenbarung ist der Weg dort dahin, dass ich als Muslim weiß, wie ich mich auf das Akhira, auf das Jenseits vorbereiten kann. Und wie ich mich innerlich läutern kann. Und wie ich den Tawhid richtig verinnerlichen kann. Und jetzt geht Allah Ta'ala auf etwas anderes ein. Indem er nämlich sagt, und das ist wieder eine Form von Prophezeiung, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Und wir werden dir den Weg zum Leichteren leicht machen. Was ist denn das Leichtere hier in diesem Vers? Wisst ihr, was die Gelehrten sagen? Was das Leichtere ist? Und wir werden dir den Weg zum Leichteren leicht machen. Was ist denn mit dem Leichteren gemeint? Was würdet ihr sagen? Was ist mit dem Leichteren gemeint? Das sagen die Gelehrten eigentlich nicht. Nein, nicht in diesem Zusammenhang. Also ich habe es zumindest nicht gelesen. Kann sein, dass es auch diese, kann auch sein, dass das sozusagen damit gemeint ist, weil Yusra wird auch an anderer Stelle sozusagen mit Paradies gleichgestellt, wie beispielsweise in Surat Al-Layl, ja. Fasanu yassiruhu lil Yusra, ja, und da wird sozusagen es als Paradies gedeutet, könnte man denken. Aber die meisten Gelehrten haben das anders interpretiert. Die meisten Gelehrten haben zwei Bedeutungen erwähnt. Entweder, dass es unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in seiner Da'wa-Arbeit leicht gemacht wird und Allah ihm den Weg ebnen wird. Oder, und das sagen, also zumindest das, was ich gelesen habe, die meisten, wir werden es dir zum Leichteren
leicht machen, den Weg zum Leichteren leicht machen, das heißt, den Weg zur Scharia, zu dieser Religion leicht machen. Al-Yusra ist die Religion und das ist ganz wichtig. Allah Ta'ala, er beschreibt diese Religion als das Leichte. Al-Sharia al-Samha. Das ist ein toleranter Glaube, ein leichter Glaube, der niemals dem Menschen Erschwernis aufbürdet. Sehr, sehr interessant, ja? Dass die Gelehrten das so interpretiert haben. Al-Yusra ist unsere Religion, welche es den Menschen leicht machen soll und niemals erschweren soll. Ganz wichtig, meine lieben Geschwister im Islam. Al-Yusra, dieser leichte Weg, dieser geebnete Weg. Und wir haben schon einmal über Scharia gesprochen, was die Grundbedeutung von Scharia ist. Es ist der geebnete Weg, der zu was führt? Zur Wasserquelle führt. Und dementsprechend jeder, der die Religion zu einer Erschwernis macht, der hat die Religion nicht verstanden. Jeder, der die Religion zu einer Erschwernis macht, der hat die Religion nicht verstanden. Die Religion ist etwas, was einen Mehrwert für dein Leben darstellt. Die Religion ist etwas, was dir Kraft gibt. Das heißt nicht, dass es keine Prüfung gibt. Das heißt nicht, dass du tun und lassen kannst, was du möchtest. Nein, du brauchst auch Mujahedatun Nafs, gar keine Frage. Aber sie ist niemals eine Erschwernis für dein Leben. Ganz im Gegenteil. Sie rückt dein Leben zurecht. Sie gibt dir ein qualitativ gutes Leben. Und jeder, der ein qualitativ gutes Leben haben möchte, der muss etwas dafür tun. Jeder, der möchte, dass es ihm finanziell einigermaßen gut geht, der muss vorher, außer er ist in eine reiche Familie hineingewachsen, aber das sind die wenigsten, der muss vorher dafür etwas getan haben. Der muss sich angestrengt haben, der muss gearbeitet haben, gelernt haben, gespart haben, investiert haben. Und dann, nach einiger Zeit, führt er ein, finanziell gesehen, gutes Leben. Und genauso auch so, die Religion, sie ist niemals eine Erschwernis, ganz im Gegenteil. Sie ist eine Bereicherung für dich. Und wenn du das Gefühl hast, dass die Religion keine Bereicherung für dich ist, oder andere Menschen das Gefühl haben, wenn sie mit dir zu tun haben, dass du ihnen das Leben nur erschwerst, dann solltest du dir als Muslim darüber Gedanken machen, ob du deinen Glauben richtig praktizierst oder nicht. Und ich kenne viele Menschen, die ihn nicht richtig praktizieren. Die beten 5-mal am Tag, alles, darum geht es nicht. Es geht um das Verständnis und die Auslegung des Glaubens. Al-Yusra ist der leichte Weg. Ein Weg, der in Einklang mit deiner Fitra steht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Weg gehen lassen, ya Rabbil Alamin, und uns ebenfalls diesen Weg erleichtern, so wie er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erleichtert wurde. Und jetzt beginnt eine neue Passage, wo es um die Da'wah geht, ja, welche ebenfalls ein fester Bestandteil unseres Weges ist. Allah Ta'ala zeigt uns ganz genau auf, und deswegen immer am Freitag, immer zum Eid wurde sie rezitiert, damit ich als Muslim ganz genau weiß, was meine Pflichten sind und was mich eigentlich zu einem Muslim macht.